Jedenfalls fange ich nochmal an. So, da bin ich wieder. Also, es ist Donnerstag und es ist wieder ein Paket gekommen. Und zwar vom Maxi. Maxi, erstmal Dankeschön für diesen wunderschönen Standmixer. Mix and Go von WMF. Mix and Go, der Mixer für unterwegs. Kein Problem. Ich habe immer unterwegs einen Mixer dabei. Nein. Der Smoothie ist unterwegs, egal. Ja, und ich habe hier auch ein Küchenmesser, will ich nur mal so gesagt haben. Und ich habe hier ein kleines Buch, das hat meine Tochter für mich gebastelt. Da steht, Papa ist der Beste von der Welt. Nur damit ihr es wisst. Papipier, Klopapier, Papa ist ein tolles Tier. Ja gut, ich gehe nicht weiter ins Detail, aber für 6 Jahre schreibt sie schon richtig ordentlich. Noch einen Brief aus Luxemburg bekommen. Komplett unangemeldet. Ich weiß aber, wer der Täter ist. Es ist ein Wiederholungstäter. Herr Scharrell. Aber da schaue ich heute nicht rein. Heute widme ich mich mal kurz dir im Kollegium. Es ist nämlich schon recht spät. Es ist schon nach 5. Mitschneiden von dem Video und so weiter. Dauert es ein paar Stunden. Ach komm, der Karton ist so klein. Wo soll ich denn da? Wo ist denn? Wo geht denn? Wo machen? Wie tue ich denn da? Muss meine ganzen Skills hier aufwenden. Der war sauber. Dann hier bis zur Mitte. Von der Mitte. Zack, zack. Das war nicht schlecht. Oh, Operation Stealthy Simon Fox hat dieses Paket komplett unter Kontrolle. Das ist überall zugeklebt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo überhaupt. Bin ich schon drin eigentlich? Wenn ich das hier. Ich muss nur noch diese Seitenteile. Ha, geil, ich hab's total gelesen. Der Maxi hat versucht, mir hier ein Labyrinth-Rätsel zu stellen. Ich habe das Teil geknackt, ohne mit der Wimper zu zucken. Gut, ich habe mit der Wimper gezuckt. So, dann gehe ich hier einmal durch. Zack. Ja, und jetzt würde ich sagen, Kult X. Hier steht Kult X. Alpha Team, wir sind drin. Okay, roger that. Es ist ein alter Hangar. Er scheint unbewohnt, doch was ist das? Oh mein Gott. Was ist Alpha Team? Was ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist jemand da. Es ist jemand da. Was habt ihr gefunden? Einen Brief. Einen gelben Brief. Es steht Dartskondel drauf. Yes, da steht Dartskondel drauf. Ich liebe das, wenn Dartskondel draufsteht. Ich liebe das. Dankeschön. Den kann ich mir wieder aufhängen. Oh mein Gott, Alpha Team, geht auf keinen Fall rein. Jeff, wir gehen rein. Nein, Alpha Team. So, wir gehen rein. Hallo, Simon. Cooles I. Schau mal, der Punkt, der ist geil. Der Rest ist nur für mich. Dieser Umschlag allein schon ist geil. Der ist gelb wert. Und für alle, die sagen, hast du kein Messer? Ich habe ein Küchenmesser. Ich grill jetzt dann gleich noch. Also hier ist erstmal ein Behältnis. Das finde ich auch nicht schlecht. Das finde ich nicht schlecht. Das klebe ich mir so zu. Da kann ich mir einige Schafts und so weiter reinlegen. Das ist nicht schlecht. Das ist der Maxi ist der Herr der Geometrie. So, er hat ein paar Figuren ausgeschnitten. Das gebe ich meinen Kids zum Spielen. Das finden die auch geil. Oh, und ich habe schon was blitzen sehen. Seht ihr es auch? Unicorn. We meet again, finally. Alpha Team, engage. Wir haben Bishop. Was seht ihr? Es ist. Ja, was ist es? Es kommt näher. Es kommt auf uns zu. Ah, es ist schwer. Es ist eine Brotzeitdose von der Bundeswehr. Hä? Das ist ja geil. Was ist denn das? Warte mal, dieses Einhorn muss kurz warten. Engelbert Strauß, das ist ja diese Arbeitskleidungszeugs. Firma. Ja, hier. Ey, das ist ja mal Deluxe. Ist das für, wenn ich zur Arbeit gehe im Dartladen? Dass ich da eine Brotzeit. Soll ich die dir wieder zurückschicken? Das ist ja abartig. Was ist denn das für eine geile Box? Die finde ich ja fast noch besser als diese Pappe. Wo die Pappe schon nicht schlecht war. Aber was ist denn das Geiles? Okay, da ist ein. Da hast du aber etwas übertrieben für diesen einen Schaft. Diese Riesentüte. So, also hier ist ein Schaft drin in dieser Riesentüte. Er hat sich da rein verirrt. Den tue ich gleich mal hier raus. Tuck, 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 tuck. Oh, ja, die Amazon. Herr, irgendeiner hat mich gestern gefragt, sind die doppelt geklebt oder nicht? Ich muss ehrlich sagen, so gut kenne ich mich gar nicht aus. Gibt es Flights, die doppelt geklebt sind und andere nicht? Ja, ich weiß nicht. Geil, also die da, das ist schon mal geil. Hey, ich sehe so viele Leute mit Amazon Flights spielen. Ich glaube. Ich komme da nicht drum rum, die auch mal auszuprobieren. Ich muss mir noch so ein Messdings kaufen, so ein Mikro-Gedöns. Und in Pink sind super scharf, passend zu meinem Messer. Das sind Vision Ultra, die kenne ich mittlerweile sehr gut.
Die waren im letzten Paket auch sehr viel vorhanden. Nochmal in Pink. Oh, ich finde es super. Ich finde es super. Hier, Gripper Two-Tone. Spielen sehr viele Leute. Muah. Ganz klasse. Always use genuine Unicorn Accessories. Accessories? Naja, jedenfalls hier. Du musst immer original, sonst geht die Garantie nicht mehr für dein Dart. Hey, Team Germany. Pentathlon. Team Germany. Die sehen auch mal nicht. Die sind mal nicht so kitschig. Die sind mal nicht schlecht hier, schau mal. Ein bisschen Patriotic-Feel und so ein bisschen angenagt. Ein bisschen die Flagge auf dem Dachboden bei den Ratten gelassen und dann rausgezogen und dann richtig geil die Darts geschraubt und geballert. Dreck an der Hand, was habe ich nicht gemacht? Ah, ich habe gerade einen Gartenverhäcksler zu jemandem gebracht. Der wollte den haben, um irgendwas zu verhäckseln. Der bringt den auch gleich wieder. Ja, das ist aber ganz schön viel Team Germany. Maxi, hast du dich, bist du ausgewandert, oder? Hast du eine andere Staatsbürgerschaft angenommen, dass du hier, da ist ja mega viel übrig. Das ist ja geil, die finde ich allein schon geil. Ups, das ist ein Haufen davon. Gab's denn die, war das eine Special Edition oder so zur WM oder sowas? Dann nochmal Two-Tone Gripper. Oh, nochmal geil. Ich mach den Grill an. Mach den Grill an, ja. Ich bin, ich sehe dich später. So, Phil macht den Grill an. Wenn ich es lecker riechen höre, dann sehe ich mal, was los ist. Dann sehe ich mal, was los schmeckt. Agora, Target Agora. Flights und die sind 100 Mikron. Okay. Das sind alles 100 Mikron, glaube ich. Sehen cool aus. Die sehen richtig geil aus. Hier, guck mal. Da kannst du dir... Da hast du eine Zeit lang. Und die dann, ah, da kann ich mir einen geilen Dart drauf vorstellen, weil du kennst ja den Power 95, der hat ja vorne diese blauen Augen und dann so und mit so einem schwarzen Schaft irgendwie so und blauen Spitzen, das könnte richtig geil aussehen. Target Jackpot. Wer Eddie Lewis Darts hat und die Flights verballert hat, hier Jackpot, sind auch 100 Mikron. Das sind alles Jackpot. Das ist geil, dann kannst du aufstocken. Ah, und hier sehen wir mal in Orange. In Gelb habe ich die ja schon mal gesehen. Da sind die auch sehr, sehr hübsch. Machen wirklich was her. Vision Ultra. 10X Flights. 10X, was stand auf dem Ding drauf? Kult-X. Und passend dazu 10X Flights. Sponsored by WMF. Sehen geil aus übrigens. Sehen richtig geil aus. So, dann haben wir nochmal die Gripper. Short 34mm. Nicht Gripper, Pro Grip. Zum Glück nennt jeder seine Shafts ähnlich. Jede Firma, sodass man überhaupt nicht mehr durchblickt. Das sind die Gripper nämlich von Unicorn. Target hat Pro Grip. Und Harrows hat Super Grip. So, Unicorn, da ist ein Haar drauf. Die sind auch geil, die sind süß. Die sind zwar... anders pink, aber das ist nicht schlecht. Hier haben wir die auch nochmal. The best grip yet. Oh mein Gott, die sind so grippy, dass ich gar kein Barrel mehr auf meinen Dart schraube. Ich nehme einfach nur die Shafts und werf die los. So ein geiler Grip. Oh, die sind auch, die sind schön. Schau mal, mit Rot. Die sind super schön. Hatte ich sowas ähnlich schon mal? Ne, die sind echt geil. Hier sind nochmal die Kollegen, muss ich meinen, was man denen lassen muss, die... sind schon grippy. Die fühlen sich toll an. Die Haptik ist wirklich toll. So, und dann haben wir noch Assorted. Hier Zeugs. VRX. Pro Grip Shafts in Small. Prism Shafts von Winmore. Ja, so ein Sortiment. Super geil. Kann gleich in die Krabbelkiste sozusagen. Ist nicht schlecht. Top. Und es wird jetzt ein Running Gag, oder? Jetzt schickt mir jeder die Kollegen. Jetzt habe ich schon 3 Sets von denen, glaube ich. Soll ich die noch mal aus der Schublade holen? Ach komm. Schublade? Paket. Das sind genau die gleichen. Wie geil, jetzt habe ich die schon 3-mal. Das wird auch noch was geben hier. Und ich bin übrigens seit gestern offiziell... Hallo? Nee. Hä? Krass. Noir? Noir. Und Noha würde ich euch jetzt MVG zeigen. Noha. Ja, was ist denn hier los? Der kommt aus der Garage hier raus. Ach, das meinst du mit 23 Gramm Steel Darts. Jetzt will ich aber hier Larry. Was habe ich gesagt? Bin ein Beauftragter vom BayDSV. Vom Bayerischen E-Dart-Verband. Bayerischer Dartsportverband. Nicht zu wechseln mit dem Bayerischen Dartverband. Der macht Steel Dart. Ja, jetzt mache ich hier nochmal die Animation, oder? Geiler Slider hier. 90% Tungsten, 23 Gramm. Was ist da wohl drin? Gary? Die Wade? Michael Smith? Noch wissen wir es nicht. Saigo Asada!
Geil. Saigo-Asada. Also für alle, die das geil finden, ich habe ein paar Videos auf meinem Channel, wirklich ein paar über Saigo Asada und seine Darts. Und jetzt habe ich die in Stil. Nein, willst du mich? Nee, ne? Maxi, was ist los mit dir? Willst du mich verwöhnen? Was geht denn ab? Du hast mir jetzt nicht die Noir in Stil geschickt. Das ist ja der Hammer, Mann. Das ist der absolute Hammer. Ich habe dir mal ein paar Darts geschickt, die haben mir nicht so getaugt, oder was? Wie hast du geschrieben? Ja, was geht ab? Ja, zufällig habe ich dir übrigens die Saigo Asada Unicorn Noir geschickt. Die hast du gut gespielt hier. Haben die dir nicht getaugt? Oh, ich werde die nochmal probieren, aber der Grip. Ja, obwohl du hast schon ein paar Karotten geschält. Der Grip hat sich schon ein bisschen abgenutzt. Ist gar nicht mehr so heftig. Oh, geil, sind die böse geil. Oh. Ja, ne? Ja, richtig geil. Ich grill jetzt mal und dann werfe ich die auch gleich mal. Da habe ich jetzt direkt Bock drauf. Och, ich sollte die noch einmal kurz wiegen. Oh mein Gott. Unicorn, ich habe Angst. Ich habe Angst um euch. Wisst ihr was? Ich tue die gleich mal hier raus. Ich heb das nur kurz hoch. Und hier hast du nochmal 23 Gramm Garantiekarte. The guaranteed weight is the factory weight of each pointed barrel. Plus minus 0,1 Gramm. Quasi noch mit Original-Setup. Richtig geil. Oh, und mit dem Trident. Das ist der Trident. Aluminum Trident. Aluminum. Unicorn. Das einmal Mais. Einzig Mais. Das ein Mais. Ja, abartig. Jetzt wiege ich das mal kurz. Dazu habe ich einen absoluten Clou für euch. Heute kam nämlich noch ein Paket für mich. Ich mache es mal auf. Und dann mache ich das nochmal auf. Guck mal, was hier drin ist. Ascha. Wenn du mich fragst, gibt es die Wagen bei irgendeinem China-Händler. Und verschiedenste Firmen lassen die sich raus und machen hier oben ihren eigenen Print drauf. Ich hoffe mal, die Batteries sind gleich drin. Wie geil sind die denn? Ist das nur ein Fach? Geil, die haben ein Batteriefach gemacht, wo die Batterien dann drin sind. Und dann kannst du die einlegen, wenn du das schaffst. So, und jetzt da. Jawohl. 23,24, 23,23, 23,28. 23 Gramm plus minus 0,1. Aber 23 Gramm plus minus 0,1 heißt es nicht 22,9 bis 23,1 Gramm und nicht 23,2? Ich frag doch mal nach, weil ihr wisst ja bei hier... Ne, wisst ihr nicht, weil das Video habe ich noch nie rausgebracht. Ich habe hier noch ein Dartset. Hier, die hier. Da hat auch was nicht gestimmt. Da habe ich aber Target angeschrieben. Die haben mir das dann erklärt. Die haben da so ein Briefchen drin. Das sind 21 Gramm Darts. Da steht aber drin 21,2 gestempelt. Und dann gehen die von 21,2 aus und nicht von 21. Wie Unicorn das macht, weiß ich nicht. Ob die jetzt auch hier, wenn die jetzt hier 23,2 gestempelt wären quasi, dann wäre das ja in Ordnung. Dann wären die nicht weit weg. Wenn die aber von 23 Gramm plus minus 0,1 sind, dann verstehe ich es nicht. Dann sind die alle zu schwer. Also... wesentlich zu schwer. Wenn du siehst, was Harrows und andere Firmen schaffen, Red Dragon auch vom Gewicht her, die schaffen es ja auf 0,01 teilweise genau, 0,03, sowas. Ja, interessant. Die sind nicht weit voneinander weg, das finde ich gut und dem Nutzer wird es egal sein. Die 0,2, die sind ja alle gleich quasi. Die sind ja alle im gleichen Bereich, ist ja in Ordnung. Dass Unicorn eine Garantie gibt, die sie eigentlich nie einhalten, ist was ganz anderes. Das muss Unicorn selber wissen, ob die das machen wollen, aber... klar, ich behalte jetzt erstmal und ich frage Unicorn nur mal, was denen ihre Garantie, was sie damit eigentlich meinen. Ja, und ich werfe die Dinger auch gleich mal, aber jetzt esse ich erstmal was. Jetzt habe ich Bock auf Käsegreiner, Würstchen, wo Käse drin ist, mit Bacon umwickelt. Mua! Lecker. Und das Geilste ist, der Phil grillt, das heißt die Käseexplosion, die kriegt der alle ab. Weil die Würstchen, die machen dann und dann explodiert der Käse dir ins Gesicht, aber vom Feinsten. Und es brennt. Ja. Ne? Hier habe ich noch Flyer offen. Jeder hat Eventtage in Ingolstadt. Wer da in der Nähe ist, kommt vorbei. Ich schaue auch, dass ich meinen rottenden Leib dahin schleppe. Ja, ich bin der Blüte meines Lebens natürlich. Jo, Maxi. Geile Brotzeitdose. Da ist auch super Futter drin, muss ich sagen. Geile Darts. Geile Darts. Geiler Gag übrigens. Geile Darts. Saigo Asada. Saigo Asada. Sehe ich den Saigo schon wieder.
Ist richtig geil. Vielen, vielen Dank. Ich weiß auch, dass schon wieder ein Paket unterwegs ist. Ihr seid der absolute Hammer. Ich bin so davon überzeugt, dass wir das rocken mit dem Zentrum und mit dem YouTube-Channel und mit allem, weil ihr halt voll dabei seid und ich habe richtig Bock. Jetzt werde ich sie mal werfen. Die Flights sind von Alchemy. Die werden da nicht drauf halten. Die sind total locker. Das sind aber 100 Mikron Flights und ich denke mal, 100 Mikron ist einfach zu locker. So schauen sie aus. Geiles Setup. Ich nutze die Originalschäfte, weil so wertvoll sind die nicht. Die hätte ich auch nochmal. Und jetzt mache ich mal hier eins an. Gondeltal. So, und dann gebe ich schnell eins. Mal schauen, wo ich nochmal ins Noir-Feeling reinkomme. Gleich mal die Eins. Das war auch kein sauberer Wurf. Oh! Der ist abgeglitten, muss ich sagen. Der ist mir böse abgeglitten. So viel zum Thema die Flights halten nicht. Konnte ja keiner ahnen, dass das Ding gleich wegfliegt. Das Paradise Motel. Ja, wo bist denn, boah? Wo bist du denn? Kann man da weiterspielen? Oder ist das schon zu gefährlich? Zack. 58. Egal, die Punkte brauche ich. So. Also komm, ein paar schöne Darts. Ja, die flogen richtig geil. Sind zwar 26 Punkte, aber geflogen sind sie geil. Ja, Jungs, 23 Gramm werfe ich eh nie. Dass ich jetzt hier mit neuen Darts die Sterne vom Himmel werfe, habe ich auch nicht erwartet. Aber ein Triple würde ich gerne machen. Gucken wir mal. Oh, jetzt 15 Runden ein Triple schafft. Da ist es, Triple 18. Wie der Fischer. Was war eine Triple 20 hinterher? Komm, eine Triple 19 geht auch. So nicht. Schon wieder der Flight weg. Okay. Das ist mir zu dangerous. Das sah zwar geil aus, das Setup, aber das muss ich mal kurz abbrechen. It's too dangerous, it's dangerous, dangerous. So, ich habe mein Standard-Setup draufgeschraubt. Sieht auch ganz neckisch aus, oder? So ein hübscher Pfeil. Ja, und jetzt baller ich die Bude weiter. So, dann werden wir dem Trauerspiel mal ein Ende bereiten. Psycho Asada. Ich brauche dem Psycho sein Spirit. Deswegen rufe ich den so an. Jawohl, eine 100. Da habe ich meinen Triple, da habe ich eine 100. Bin ich happy, bin ich raus. Alles gut. Passt alles. Vielleicht noch ein Triple, gibt's ja gar nicht. Ha! Geh ich verwegen aufs Puls ein, ja? Bei 104. Was sind die Darts aber hot hier? Geh ich Triple 18, Doppel 18, war zumindest mein Plan. Oh, knapp! Bullseye! Schade, 18. Triple 16, Doppel 12, bei 72. Hätte ich auch schon anders gelesen. Triple 16, Doppel 12, Triple 20, Doppel 6. Knapp neben Triple 16. Ah, Triple 8 für 32, okay. Oh, der war bitter. Der war bitter vergeben. Doppel 8. Alles klar. Boah, steckt der, ne? Punk. Punk.
Heute ist doppelt. Passiert den Besten. Doppel 8. Kommst du dann, ist auch nochmal heiß. Jawoll. Man muss sich nur selber motivieren. Wenn du sehen willst, wie der Flight da reingegangen ist von dem ersten, da bin ich schon stolz auf den zweiten Dart. Da war eigentlich nicht mehr viel offen. Aber der Psycho hat seinen Weg gefunden. Psycho. Asada. Ja, ich mache alle Special Effects selber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mich jetzt rausbegeben zu meinem Steak mit Nudelsalat. Danke fürs Kochen, Phil. Up goes. Ciao, Leute. Wie auch immer. Ihr könnt gerne mein Abonnal kanieren. Ich bin einfach nicht gemacht für sowas. Ich bin jetzt weg. Tschüss. So, jetzt gibt es nämlich Futter. Super Futter. Die Soße kann ich übrigens empfehlen. Diese grüne Sriracha. Ist nice. Noch nichts auf den Tellern. Gleich geht's los. Der Mann in Schwarz macht die Schnitzel ebenso. Nee, hoffentlich nicht.